AIMLab, Talking Science. So, vielen Dank, Tim, für die Einleitung. In den nächsten 3 Minuten möchte ich euch was erzählen, was die Lebensmittelindustrie euch nicht unbedingt erzählen möchte. Doch vorher habe ich 2 Fragen. Die erste Frage ist, wer von euch isst gerne Schokolade? Ja? Alles klar, okay. Und wer von euch wird gerne dick? Ah, das habe ich mir gedacht. Die meisten Leute glauben, dass das Fett in der Schokolade uns dick macht. Das Fett an sich ist nicht ganz unwesentlich daran beteiligt, aber es ist nicht der Hauptgrund, warum wir vor allem in den letzten 10 Jahren immer dicker werden. Aber nehmen wir jetzt mal an, dass ich mich gesünder ernähren will und auch fettarmer ernähren möchte. Dann könnte ich ja sagen, ich esse dieses Müsli. Ich meine, Müsli klingt gesund, es steht drauf 30% weniger Fett, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Wenn ich mir aber dann angucke, was in dem Müsli drin ist, dann fällt mir auf, dass ich erstmal natürlich Vollkorn, Haferflocken drin habe, dann kommt aber auch schon Zucker, Glucose-Fructose-Sirup, Traubenzucker und Fructose. Und letztendlich sind das viele verschiedene Namen für nur 2 Arten von Zucker. Und zwar ist das einmal der Traubenzucker, beziehungsweise die Glucose, das ist der gleiche Name, und es ist der Fruchtzucker, beziehungsweise die Fructose. So, der Traubenzucker ist ein Zucker, den unser Körper dringend benötigt. Das ist eine Art Energielieferant, so wie Benzin für die Autos. Das ist sogar so notwendig, dass der Körper, wenn wir es nicht zu uns nehmen, es selber produziert. Das heißt, er fällt als Grund dafür, dass wir immer dicker werden, raus. Dann gibt es noch die Fructose. Die Fructose ist ein Stoff, mit dem der Körper an sich nichts anfangen kann. Er nutzt die Fructose, um Fett einzulagern. Daneben hat der Fruchtzucker aber auch noch eine andere Funktion. Er führt nämlich dazu, dass wir permanent Hunger haben. Das bedeutet, esst ihr Fructose, nehmt ihr mehr Fett zu und ihr habt auch permanent Hunger. Nun stellt ihr euch vielleicht die Frage, heißt das, dass ich jetzt keinen Apfel mehr essen kann oder überhaupt kein Obst mehr? Das heißt es natürlich nicht, weil die Fructose, die im Obst drin ist, die ist wesentlich geringer konzentriert. Der Clou an der Sache ist, dass die Lebensmittelindustrie erkannt hat, dass Fructose wesentlich süßer ist als Glucose. Das bedeutet, esst ihr Lebensmittel, wo Fructose drin ist, werdet ihr tendenziell diese wieder kaufen. So, dann habe ich hier noch ein Wasser, da steht drauf Fit von einer unbekannten Firma. Und das kann man ganz gut zusammenfassen mit Fit steht drauf, Fructose ist drin, Fett werdet ihr. Vielen Dank.